Vater, wir danken dir für diesen Tag, für diesen Sonntag, den ersten Tag der Woche. Danke für einen guten Start. Du bist unser Herr, unser Gott. Und ich danke dir für ein kostbares Manna, das du uns schenkst. Ja, dass es wirklich Leben ist und Geist ist in uns und dass wir wirklich davon leben können. Herr, du bist ein guter Gott. Du offenbarst uns Jesus Christus, Heiliger Geist. Wir danken dir von Herzen. Amen. Wir sind ja immer noch in unserer Serie Grace im Alltag und heute geht es um Vergebung. Das war ganz stark in meinem Herzen. Und zwar, bis wir das verstehen, wie das im Neuen Testament wirklich ist. Und es ist wichtig, dass wir nicht denken, das weiß ich, das habe ich auch schon gehört, wir können nicht von altem Manna leben, sondern gewisse Dinge müssen immer wieder frisch sein und vor allem das Wort muss lebendig sein. Es ist jeden Tag ganz neu und frisch. Halleluja. Vergebung, Vergebung. Amen. Und zwar vergeben ein für alle Mal. Wir gehen gerade zur ersten Schriftstelle im Epheser 1, 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung ist so ganz anders als im Alten Testament, wegen dem Blut von Jesus, wegen der Gnade, unter der wir jetzt sind, wegen dem ganz anderen Zeitalter, in dem wir uns befinden, als damals. Praise the Lord. Also, das Wort sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Im Alten Testament waren es Tieropfer, es musste Blut fließen, jede Sünde musste bedeckt werden mit Blut. Ich sage extra bedeckt. Im Neuen Testament ist es getilgt. Das ist ganz eine andere Situation. Im Alten wurde es bedeckt mit dem Blut. Und das Blut hat immer schon auf Jesus hingedeutet, auf das Lamm Gottes, das kommen würde. So viele Jahrtausende vorher. Und wir gehen jetzt gleich zu 1. Mose, dort, wo das erste Mal passiert ist. Wir kennen die Geschichte, warte noch schnell mit dem Umschalten. Wir kennen ja die Geschichte, ich spreche jetzt einfach nicht von der Schöpfung, die Schöpfung ist geschehen. Und Adam und Eva sind da im Garten und jetzt geschieht dieser Sündenfall. Der Ungehorsam Gott gegenüber, sie aßen von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, von dem Gott gesagt hat, den von dem Baum esset nicht. Gott wollte nicht, dass sie von diesem Baum essen. Das war das einzige Gebot, das Liebe von ihnen forderte. Das einzige. Alles gehört euch. Alles. Aber ist es nicht so typisch Feind, der Teufel, der genau das, eben, wo genau das, was wir eigentlich nicht sollten, da probiert er uns anzulocken irgendwie. Gut, wir kennen die Geschichte, sie sind beide gefallen. Und was geschieht, was geschah dann eben? Sie wurden im Geist getrennt von Gott. Die Herrlichkeit wich von ihnen. Und jetzt sind sie also da, und zwar heißt im 1. Mose 3, Vers 7, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Wisst ihr, sie hatten vorher auch keine Kleider an in dem Sinn. Sie waren wie Gott selbst, sie waren in Licht gehüllt. Die Herrlichkeit Gottes hat sie umgeben. Weil Gott hat sie nicht einfach nackt in den Garten gestellt. Gott hat allen Tieren hat er eine Bekleidung gegeben. Ein Fell, Haare, ein Pelz, Federn, Schuppen. Jede Kreatur hat
ein Kleid, das von innen her wächst. Und Adam und seine Frau, ich sage jetzt das extra, weil Gott hat je gesagt, du heißt jetzt Eva. Das hat dann Adam später gesagt, sie heißt jetzt halt Eva. Das waren beide waren Adam, beide waren Menschen von Erde gemacht. Und jetzt ist die Herrlichkeit von ihnen gewichen durch den Sündenfall und sie wurden gewahr, dass sie nackt sind. Aber das mit den Feigenblättern, das funktioniert natürlich nicht. Und das ist schon ein Fingerzeig auf eigene Werke. Etwas selber zum Basteln, um etwas abzudecken. Eigene Leistung, eigene. Aber was hat Gott gemacht? Im Vers 21 von dem Kapitel heißt es, und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weib Pelzröcke und bekleidete sie. Also alle Gegner von Pelz, gut zuhören. Gott selber hat, Gott fand das richtig. Aber vor allem ging es ums Blut. Es musste Blut fließen, um diese Schuld zu bedecken. Amen. Hier der erste Hinweis auf das Lamm Gottes, das kommen würde. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Amen. Amen. Unschuldiges Blut muss den Schuldigen bedecken. Es muss unschuldig sein, um Schuld zuzudecken. Und übrigens, dass im Hebräer 9, Vers 22 steht, ohne Blutvergießen, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Im Hebräerbrief macht es auch uns so ganz klar, dass niemals das Blut von Tieren Sünden wegnehmen kann. Es war wirklich nur eine Vorausschau auf das Lamm Gottes. Es war ein Glaubensakt, den sie begingen, und Gott sah einfach das Blut an. Gott sah an, dass sie im Glauben etwas Unschuldiges genommen haben, geschlachtet haben und die Sünde bedeckt haben. Aber es war nicht getilgt. Es war nur überdeckt. Es ist wie dieser rote Teppich. Die Sünde wurde wie eine Art unter das Blut, damit es Gott nicht mehr sieht. Seine heiligen Augen. Natürlich weiß er davon. Aber versteht ihr, das war im Glauben mussten sie es tun. Und das alles ist Symbolik auf Jesus Christus hin. Das ist einfach so gewaltig. Halleluja. Ich werde jetzt euch ein paar Dinge erklären vom Alten Testament. Wir wissen ja hier, das geschah. Das geschah. Also Abraham kam erst 2000 Jahre später. Und Abraham stand ja auch immer noch unter dem Bund der Gnade. Das hier ist nicht Gesetz, was wir sehen, was wir gelesen haben im Garten Eden. Versteht ihr? Das ist bei der Schöpfung. Das ist noch lang vor dem Gesetz. Erst beim Gesetz Mose, beim mosaischen Gesetz, wurde das ein Befehl, dass jede Sünde auf diese Art und Weise bedeckt werden muss. Und wir schauen uns an jetzt, es gibt ja 5 Opfer, die Juden damals hatten. Es war das Sündopfer, das Brandopfer, das Mehlopfer, das, wo sind sie? Übertretungsopfer und das Friedensopfer. Wir schauen von den 5, kennen wir die Zahl? Von den 5 schauen wir 2 an. Und zwar das Sündopfer zum Beispiel.
Wann immer ein Mensch gesündigt hat, musste er ein Tier bringen zum Priester. Zum Beispiel ein Lamm. Aber es konnte auch etwas Geringeres und Kleineres sein, weil viele waren vielleicht arm und konnten sich kein Lamm leisten. Aber das Erste, was geschah, wenn der Mann, der gesündigt hatte, oder die Frau, wenn sie kam und es zum Priester brachte, hat der Priester, was hat er als Erstes gemacht? Geschaut, ob das Lamm perfekt ist. Er hat es untersucht, an den Beinen zum Beispiel, hätte es gehinkt, hätte es nicht qualifiziert. Wäre ein Ohr abgebissen gewesen, wäre es nicht vollkommen gewesen. Es musste vollkommen sein. Siehst du? Jesus, das Vollkommene. So mussten sie kommen. Und dann war der Priester da und der Mensch war da. Und dann musste der Mensch seine Hände auf den Kopf des Tieres legen. Und in dem Moment transferierte die Sünde in dieses Tier hinein. Sie wurde übertragen im Glauben in dieses Tier hinein. Dass der Schuldige wurde frei und das Lamm oder das Tier wurde schuldig. Die Schuld kam auf das Tier. Die Sünde kam auf das Tier. Das ist das Gesetz der Übertragung in der Bibel. Und nachher nahm der Priester das Messer und hat es getötet, hat es geschächtet. Und das Blut floss, das Blut floss, das Blut floss. Und das waren alles natürlich Rituale, die so haben stattfinden müssen. Aber der Mann ging frei aus. Jetzt der Unterschied zum Brandopfer. Also das ist das Sündopfer, die Sünde geht in das Tier hinein und beim Brandopfer wird vor allem so beschrieben, dass es einen lieblichen Wohlgeruch gibt für Gott im Himmel, für den Vater. Weil jetzt die Gerechtigkeit des Tieres in den Mensch hineingekommen ist, dass er wieder vollkommen gerecht ist. Das spricht hundertprozentig vom Kreuz. Es sind zwar zwei verschiedene Opfer, die zwei verschiedene Dinge bedeuten, aber bei Jesus hat es ein Opfer gebracht. Ein Opfer gebraucht. Und im Alten Testament war das so, weil das Opfer von Jesus ist so vielfältig, so gewaltig, so groß, dass es verschiedene Opfer braucht im Alten Testament, um das zu beschreiben, was Jesus für uns getan hat. Aber es ist ja tatsächlich so, am Kreuz ist alle Schuld, Jesus hat sie genommen, sie ist auf ihn gekommen, er der Unschuldige. Und alle seine Gerechtigkeit ist in uns gekommen, im Moment, wo wir Jesus Christus als Herrn annehmen. Ob wir das glauben oder nicht, aber das ist das, was geschieht. Amen. Wir sind wirklich vollkommen die Gerechtigkeit Gottes geworden in Christus Jesus. Halleluja. Deswegen konnte Johannes der Täufer sagen, als Jesus da kam, als er seinen Dienst begann, hat er gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Als Jesus vorüberging, ganz am Anfang, als man ihn gar noch nicht kannte, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Amen. Und Paulus konnte sagen, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Aber das ganz Interessante ist einfach, dass das im Alten Testament schon so klar alles auf Jesus zeigt. Das ist so gewaltig. Praise the Lord. Im Hebräer 10,
Schauen wir nach. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Ein einziges Opfer und wir sind vollendet im Geist. Natürlich müssen wir da im Glauben leben und Jesus kennenlernen und durch Dinge gehen, aber Gott sieht uns so perfekt wie seinen Sohn. Weil das Lamm, das Blutopfer von Jesus, ein einziges Opfer, hat uns für immer losgekauft von der Herrschaft Satans, von der Herrschaft der Sünde. Amen. Wir sind frei. Wir sind frei. Und uns wurde vergeben. Und zwar ein für alle Mal. Die vergangenen Sünden, die gegenwärtigen, die zukünftigen. Weil das Opfer von Jesus war vor 2000 Jahren. Alle Sünden sind in der Zukunft von dem Moment an. Für jeden, der glauben würde. Unsere Vergangenheit. Amen. Es ist vergeben und auch was in unserer Zukunft schon noch liegt, ist schon vergeben vom Herrn. Ich glaube, wir können so viel noch im Herzen verstehen und Jesus sehen und seine Liebe und seine Gnade, die da drin ist für uns alle. Amen. Wir werden nachher zu einer Geschichte gehen. Sagen wir so, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem ist viel vergeben worden? Ich meine in dieser Geschichte, die wir nachher anschauen, von dieser Sünderin. Jesus sagt, weil ihr viel vergeben wurde, aber wir, uns ist ja alles in alle Ewigkeit vergeben worden. Nicht nur viel, alles. Ein für alle Mal alles. Weil das, was er dort gesagt hat, der Prostituierten, war vor dem Kreuz. Es war vor dem Kreuz. Es ist jetzt noch unter dem alten Bund. Und trotzdem hat Jesus schon damals so gewissen Menschen seine Herrlichkeit und seine Gnade und seine Liebe offenbart, die nichts mit dem Gesetz zu tun hatte. Er hatte einfach vergeben. Einfach sie angenommen. Das ist einfach so, so gewaltig. Im Alten Testament musste jedes Mal, wenn jemand gesündigt hatte, musste das Ritual von vorne beginnen. Es war nicht ein Opfer und nachher gilt das für zum Beispiel die ganze Familie oder mein ganzes Leben. Jedes Mal bei jeder Sünde musste geopfert werden. Jetzt könnt ihr mal vorstellen, wie blutig das Ganze war. Blut, Blut und nochmal Blut überall. Aber Jesu Opfer ist ein komplettes, abgeschlossenes, vollbrachtes Werk, das niemals wiederholt wird. Halleluja! Und darum ist es so schön für uns, dass wir, wenn wir Fehler haben, wenn wir merken, wir liegen daneben. Und denk nicht, jetzt ist die Gemeinschaft mit Gott unterbrochen oder jetzt nimmt er mich nicht mehr an. Das sind Gedanken des Feindes, das ist niemals der Fall. Du hast immer seine Beziehung und seine Gemeinschaft. Amen. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, auch einfach mit Gott über unsere Schwächen zu sprechen. Und ihm einfach sagen, schau her, das und das, das war nicht okay. Sünden bekennen ist schon okay, aber nicht damit er dir vergibt, sondern weil er dir schon vergeben hat. Das ist jetzt ganz ein großer Unterschied. Denke nicht, du musst deine Schuld bekennen, damit er dir vergibt. Wir sprechen mit ihm über unsere Schwächen, weil er uns vergeben hat.
Amen. Das wisst ihr. Wir seid schon länger jetzt unter dem Teaching. Es ist nicht, früher haben wir das so gelernt, wenn du deine Sünde nicht bekennst, dann ist etwas zwischen dir und Gott. Oder? Und dann, du musst zuerst mit Gott ins Reine kommen, du musst zuerst dein Herz durchforschen, da ist sicher noch irgendetwas drin, also das ist nicht nach dem Kreuz, das ist nicht Neues Testament. Jesus hat uns frei gemacht, er hat uns losgekauft, er hat uns schon vergeben. Es ist alles, es ist nichts mehr zwischen dir und Gott. Gut, du kannst in die Welt, du kannst in den Rücken kehren, du kannst die beiden Säuen fressen, du kannst Geld verschleudern, du kannst zu Huren gehen. Das kann man im Prinzip. Aber es wird dir gar nichts nützen. Du wirst wirklich selber ein ganz schwieriges Leben haben. Und der Vater wartet und wartet auf dich. Aber du wirst immer noch sein Kind sein. Weil der Vater des verlorenen Sohnes wartete auch auf den verlorenen Sohn. Er war immer sein Sohn geblieben. Auch in der Fremde, auch in der Sünde. Er war immer sein Sohn. Weil die Sohnschaft, die kann man nicht einfach plötzlich verlieren bei Gott. Was wir so früher auch ab und zu geglaubt haben, dass es so extreme Fälle, wenn man wirklich Gott absagt oder so. Aber weißt du was? Es gibt viele Menschen, die vielleicht wirklich in eine große Depression kommen oder sonst eine Krankheit haben oder Medikamente nehmen müssen und wirklich nicht mehr wissen, was oben und unten ist und Dinge sagen und gegen Gott sogar Dinge sagen. Hey, Gott ist größer. Gottes Gnade ist viel größer. Wenn ich denke an unsere Kinder, wenn ein Kind mal wirklich abseits geht, in die Welt geht, Drogen nimmt, weiß ich was tut und macht, und ist es wegen dem nicht mehr unser Kind? Es ist doch immer unser Kind. Amen. Gott vergleicht sowieso seine Beziehung immer auch. Wir können das die Parallelen sehen mit uns und unseren Familien. Gott ist ein guter Gott, Amen. Und es ist gut, wenn wir mit dem Herrn über unsere Schwächen sprechen und ihm bitten, dass er uns hilft. Versteht ihr? Aber dass wir denken, dass die Gemeinschaft unterbrochen ist, dass dieses Kapitel im 1. Johannes 1, Vers 9, das ist ja, aber das ist, erstens einmal, Paulus sagt, das würde das nie sagen, und man muss verstehen, warum Johannes das dort sagt und in welchem Zusammenhang er eigentlich dort von den Gnostikern spricht, dass wenn sie ihre Sünden nicht bekennen, das heißt, sie glaubten ja gar nicht, dass Jesus im Fleisch gekommen ist und so weiter. Es bezieht sich nicht auf wiedergeborene Christen. Amen. Also, wenn ihr Verse entdeckt in der Bibel, die man nicht genau versteht, dann legt sie einfach mal auf die Seite. Weil ich meine, das Wort sagt auch, wenn dass Gott dir deine Sünde nicht vergibt, falls du deinem Schuldner die Sünde nicht vergibst. Wenn du deinem Bruder nicht die Sünden vergibst, wird Gott dir auch nicht vergeben. Steht. In den Evangelien steht das. Das ist der alte Bund unter dem Gesetz, vor dem Kreuz. Das sagt er nicht zu seinen Kindern. Alle, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Auch steht etwas, das kennen wir ja, früher haben wir gesagt, ja, wie viel Mal, Herr, muss ich vergeben? Jesus sagt, 7 mal 70 mal. Das ist auch nicht für uns. Wir haben noch eine höhere Ebene, zu der komme ich am Schluss. 7 mal 70 mal. Ja, was ist dann, wenn du 490 Mal schon vergeben hast am Tag und da kommt dann 491, dann musst du nicht mehr vergeben. Okay, könnte man ja denken. Nein, es ist eine andere Basis als zählen und Recht haben und so. Nein. Gut, praise the Lord. Also Jesus starb auch zuerst als Sündopfer, dann als Brandopfer, das Brandopfer, um uns wohlgefällig und gerecht vor Gott zu machen. Und Gott, das stieg auf wie ein lieblicher Wohlgeruch zum Vater Gott. Genau.
der liebliche Duft spricht von der Schönheit Jesu, seine Vollkommenheit und seine Lieblichkeit. Amen. Und der Vater hat natürlich total Freude, weil wir seine Kinder sind und weil wenn wir das so sehen, dass wir jetzt gerecht gemacht wurden durch den Herrn, das ist eine Freude für den Herrn, wenn wir seine Kinder sind. Und wir nicht unter Verdammnis kommen, wegen Fehlern, die wir haben. Es gibt keine einzige Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Halleluja. Totale Annahme. Keine Trennung mehr von Gott. Niemals mehr getrennt. Nichts kann uns trennen von seiner Liebe. Nichts kann uns trennen von unserem Herr Jesus. Uns ist total vergeben worden. Wir gehen jetzt zu der Geschichte im Lukas 7, 36 bis 50 und wir werden dann aber erst, noch nicht, nein, wir werden dann erst den Vers 47, der wichtige Vers, ich werde es euch jetzt einfach vorlesen, weil ich hatte da das nicht alles drauf. Sie ist aber die Geschichte von einer Sünderin, der Jesus vergeben hat. Und diese Sünderin war eine Prostituierte, nimmt man an. Genau, so steht es auch in einigen Übersetzungen. Also, ein Pharisäer hatte ein Mahl gemacht und Jesus ging ins Haus des Pharisäers und hat dort gegessen. Okay? Ein Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Jesus ging in sein Haus und legte sich zu Tisch. Er legte sich zu Tisch. Das war eine andere Art von Tisch und keine Stühle. Man legte sich so eine Art auf den Boden und stützte den Ellbogen auf und so. Und das waren niedrige Tische. Diese Übersetzung, die ich lese, ist gute Nachricht. In derselben Stadt lebte eine Frau, die als Prostituierte bekannt war. Als sie hörte, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war, kam sie mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl. Weinend trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er sich: Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, wüsste er, was für eine das ist, von der er sich da anfassen lässt. Er müsste wissen, dass sie eine Hure ist. Da sprach Jesus ihn an: Simon, das ist also nicht Petrus hier, er heißt halt auch Simon, dieser Pharisäer. Ich muss dir was sagen. Simon sagte: Lehrer, bitte sprich. Jesus begann: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil keiner von ihnen zahlen konnte, erließ er beiden ihre Schulden. Welcher von ihnen wird ihm wohl dankbarer sein? Simon antwortete: Ich nehme an, der ihm mehr geschuldet hat. Du hast recht, sagt Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon: Siehe diese Frau an. Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit kostbarem Öl meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden. Eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau: Deine Schuld ist dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich einander: Was ist das für ein Mensch, dass er sogar Sünden vergibt?
Jesus aber sagte zu der Frau, dein Vertrauen hat dich gerettet, geh hin in Frieden. In der guten Nachricht gibt es einen Kommentar zu viel Liebe erweisen, dass sie viel Liebe erwiesen hat. Und das heißt, das finde ich sehr gut, das ist nämlich wirklich genauso, die offenbar schon früher von Jesus zugesprochene Vergebung wird jetzt mit Vers 48, deine Schuld ist dir vergeben, noch einmal in aller Öffentlichkeit bestätigt. Wir gehen jetzt mal zu diesem Vers 47. Jesus sagt, darum sage ich dir, das ist die Schlachterübersetzung hier, ihre große Schuld ist ihr vergeben worden, eben deshalb hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Zuerst einmal zu diese große Schuld ist dir vergeben worden. Die große Schuld ist dir nicht vergeben worden, weil sie Jesus die Füße gesalbt hat. Die große Schuld ist dir schon vorher vergeben worden. Anscheinend hatte sie Jesus irgendwo auf der Straße getroffen. Wir kennen den Zusammenhang nicht, aber es ist ganz klar, dass auch der Zeitfaktor, dass es, und Jesus würde nicht die Schuld vergeben, nur weil jemand ihm die Füße salbt oder weint. Jesus hat ihr vergeben, einfach vergeben und sie würdig gemacht, sie vielleicht angeschaut und ihr gesagt, weißt du, Gott liebt dich, dir ist vergeben. Jesus hat das Neue Testament offenbart dort schon, der neue Bund, der einfach vergibt. Jesus hat diese Frau, die wahrscheinlich wirklich sich sehr geschämt hat und anders sein wollte, aber einfach nicht anders war. Weil, versteht ihr, wenn jemand diesem Beruf nachgeht, von Prostitution, dann heißt das, sie suchen eigentlich Liebe. Sie suchen nicht Sex, sie suchen Liebe, sie suchen Annahme. Auch wenn sie das glauben zu haben und nur für einen kurzen Moment. Es ist nicht, versteht ihr, auch ein Alkoholiker trinkt nicht einfach nur, weil er Alkohol so gut findet. Er sucht einen Ausweg, er sucht eigentlich Liebe, er sucht Gemeinschaft, er sucht ganz etwas anderes. Und Jesus hat ihr vergeben. Und darum kam sie aufgrund der Offenbarung von seiner Liebe, kam sie einfach, sie hat gesehen, dass er dort eingeladen war und sie, das waren Zelte oder das war ein Raum, der offen war, nein, wahrscheinlich ein Raum, wo man hinein konnte und sie hat ihn sofort entdeckt und ging von hinten und hat das Kostbarste, was sie hatte, nämlich Salböl, hat sie genommen und ihm gesalbt und diese Tränen, die flossen, diese Liebe, die floss aus ihr, das war Dankbarkeit, weil ihr vergeben worden war. Versteht ihr? Sie hatte eine Offenbarung über Vergebung. Darum kann Jesus sagen, weil ihr viel vergeben wurde. Aber eigentlich könnte es genauso stehen, weil sie eine Offenbarung darüber hatte, wie viel ihr vergeben wurde. Weil jedem wird viel vergeben. Eigentlich wird ja uns alles vergeben. Okay, nicht nur wenig vergeben. Das ist, wenn wir Menschen so denken und so eine kleine Offenbarung haben vom Kreuz, dass wir denken, ja, es ist gering zu schätzen. Es ist ja nicht so wichtig. Ja, Gott hat mir vergeben. Ja, erst wenn wir die Offenbarung darüber haben, was Jesus für uns getan hat, was es ihn gekostet hat, sein Leben. Das Blut ist Leben. Das Leben ist im Blut. Er hat es so gewollt. Er hat es geschenkt. Jesus wurde nicht ermordet. Er hat sein Leben gegeben, weil er uns liebt, weil er uns zurückkaufen wollte, weil er wieder ewige Gemeinschaft haben wollte mit uns. Amen.
hat er das getan für uns. Wenn wir darüber eine Offenbarung haben, wie viel uns vergeben worden ist, nämlich alles und jede Sünde, dann automatisch lieben wir ihn. Wir lieben, heißt es im 1. Johannes 4, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wenn wir diese Liebe sehen, wie er uns immer annimmt und wie uns nichts mehr trennen kann von ihm. Egal, wenn wir mal daneben liegen und auch wenn wir sogar absichtlich daneben liegen. Versteht ihr? Wir haben einen freien Willen und Gott weiß das auch. Gott weiß schon, mit was wir zu kämpfen haben im Alltag. Aber diese Dinge, wenn wir die glauben, wenn wir die in uns, dann haben wir einfach so ein dankbares Herz. Amen. Und vielleicht ist Jesus nicht physisch da, wo wir seine Füße fassen können und ihm danken können, uns verbeugen können vor ihm. Aber weißt du, im Lobpreis und unser Leben ist ein Wohlgeruch vor ihm und es soll einfach eine Dankbarkeit in einfach, weil wir nie mehr getrennt werden können vom Herrn. Das ist alles wegen ihm. Das können wir nicht selber irgendwie etwas dafür leisten. Umso mehr wir erkennen, dass wir gar nichts dafür tun können, umso besser. Dann fließt eben. Sie wusste, dass sie nichts hat, was sie tun könnte, außer dass sie ihm dankt. Also, dass sie wagt zu kommen. Sie wusste, sie würden spotten dort in diesem Raum. Sie wusste schon, dass sie bemerkt sein würde von den anderen. Aber sie hatte Jesus erlebt, der ihr vergeben hat. Halleluja. Und das zweite Mal, wo eben dann Jesus sagt, weil er es öffentlich sagt, dort in diesem Kontext, dort in diesem Raum, deine Schuld ist dir vergeben, damit auch die anderen hören, dass es so ist. Die kannte man, die Frau, wisst ihr? Das war nichts Verborgenes. Sie war bekannt in der, die wussten, das ist die Sünderin, das ist die Prostituierte, da gab es anscheinend noch mehr. Ist das nicht gewaltig? Also ich finde es einfach so kostbar. Halleluja. Wir erweisen Liebe, weil uns vergeben wurde und nicht damit uns vergeben wird. Das ist ein himmelweiter Unterschied, okay? Halleluja. Und dass wir da immer wieder uns daran erinnern, wenn wir auf Jesus schauen, können wir einfach so dankbar sein, dass er am Kreuz für unsere Sünden starb, ein für alle Mal. Ein Opfer, ein einziges Opfer von ihm hat uns für immer gerecht gemacht. Wir sind für immer vollendet worden. Gott, der Vater, sieht uns schon vollendet. Ist das nicht wunderbares Material, auch wenn ich sagen darf, um unseren Lieben mitzugeben, den Kindern mitzugeben? Wisst ihr, diese Dinge helfen ihnen wirklich einmal auch durch schwierige Zeiten hindurch, dass sie wissen, ich bin immer angenommen von meinen Eltern, aber auch vom Herrn. Auch wenn ich jetzt halt mal nicht die Bibel lese und nicht einmal so artig war und dies und jenes gemacht habe, dass sie wissen, Gott ist da. Gott würde sie nie verdammen, Gott würde sie nie verurteilen. Weil all die Verdammnis, all die Verurteilung ist auf Jesus gekommen. Gott wäre absolut ungerecht, er würde das ein zweites Mal an uns noch mal praktizieren, sage ich mir jetzt mal, praktizieren, nicht das richtige Wort, aber Gott ist gerecht, er wird nie mehr zornig sein auf uns, er wird niemals mehr dieser Eifer gegen die Sünde, den er ausgelassen hat, voll und ganz auf Jesus, bis alles bezahlt war. Das wird er niemals mehr wieder tun. Darum ist Gott niemals mehr zornig über uns. Amen. Er ist gnädig mit uns. Absolut gnädig. Wir schauen jetzt noch Hebräer 8, Vers 12 an.
denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden nicht mehr gedenken. Mögt ihr euch erinnern an das Wort Ome? Ome kommt einige Male vor im Neuen Testament, ein griechisches Wort. Alles sollte dort Ome stehen, nicht mehr. Was heißt niemals mehr, ganz unmöglich, ausgeschlossen, dass Gott sich unsere Sünde noch einmal gedenken würde. Ungerechtigkeiten, Sünden. Nie mehr, absolut nie mehr. Ome. Ome. Ome ist wirklich ein tolles Wort. Auch dort, wo steht, dass wir nicht getrennt werden vom Vater, dass wir in seiner Hand sind, dort steht auch Ome. Es ist also nicht Oma, Ome. Ome. Halleluja. Das ist der neue Bund. Gerade nachher kommt der Vers, wo Paulus schreibt, ja, der alte Bund ist eben veraltet. Das ist eben der neue Bund. Der neue Bund. Dann nächste Schriftstelle. Römer 4, Vers 8. Selig ist der Mann, welchem der Herr die Sünde nicht zurechnet. David hatte schon eine Offenbarung, im Psalm 32 ist es, glaube ich. Wow, und Paulus greift das auf und sagt, selig heißt gesegnet, okay, Englisch heißt blessed, also selig ist kein gutes Wort im heutigen Deutsch. Gesegnet ist der Mann, welchem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Wir sind die Gesegneten und er wird uns nie mehr Sünden zurechnen. Es gibt kein Sündenkonto im Himmel, über niemand. Amen. Weil das perfekte Lamm Gottes, dieses Opfer war perfekt, vollkommen. Never to be repeated. Niemals mehr wird das noch einmal geschehen. Jetzt, wenn wir so denken, wow, diese Liebe, diese Dankbarkeit, ist es dann so schwierig, dass wir Epheser 4, 32, wo es dann wirklich heißt, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, vergebet einander gleich, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wie hat uns jetzt Gott in Christus vergeben? Seht ihr, das ist eine viel höhere Ebene, als du darfst nicht, du sollst nicht und wenn du nicht vergibst, vergibt dir Gott auch nicht. Oder wenn du musst 490 Mal am Tag vergeben. Das hat Jesus dem Petrus gesagt, damals, vor dem Kreuz. Aber das da ist eine viel höhere Ebene. Seid ihr einverstanden mit mir? Gleich wie Gott uns in Christus vergeben hat, nämlich bedingungslos. Einfach schon bevor wir eingeschnappt sind, bevor wir beleidigt sind wegen irgendetwas, im Herzen nehmen wir das gar nicht mehr auf. Wir sagen, ich habe schon vergeben. Ist okay. Amen. Zwischenmenschlich. Denkt einmal dran, was das bedeutet. Wir hätten ja Himmel auf Erden. Amen. Haben wir ja auch. Nicht ganz immer, aber meistens. Vergeben einander, weil wir diese Liebe erkannt haben, weil diese Vergebung von Jesus erkannt haben, mit der er uns vergibt. Was streiten wir uns dann untereinander? Was halten wir zurück? Weshalb sind wir bitter? Weshalb? Weil wir einfach nur auf uns schauen, aber nicht mehr aufs Kreuz. Egoismus ist immer irgendwo mit dabei, wenn bei Fehlverhalten. Stolz und Egoismus. Aber weißt du was, das beste Mittel ist, schau aufs Kreuz. Schau aufs Kreuz. Schau in der Wüste damals, diese Schlange, die Mose machen musste, die eherne Schlange. Die Menschen, die
auf die Schlange starrten, und zwar nicht nur ein Blick und dann wieder weg, sondern sie mussten starren. Das heißt, wirklich, wirklich mit einem fixierten Blick nicht mehr wegschauen. Die wurden nicht von den Schlangen gebissen. Es geht. Jesus ist zum Fluch geworden. Die eherne Schlange, das repräsentiert den ganzen Fluch. Jesus ist absolutes Brandopfer geworden. Er ist richtig verbrannt. Die Sünde in ihm ist verbrannt. Er, das Opfer, ist das einzige Opfer, nicht verbrannt. Aber die Sünde, die er angezogen hat, die er genommen hat von uns, wurde verbrannt. Drum Brandopfer. Halleluja. Jesus hat uns absolut freigekauft. Und schau immer auf Jesus, schau aufs Kreuz. Das ist das Beste, was du tun kannst. Jesus anschauen. Jesus anschauen. Er hat es vollbracht. Halleluja. 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 Mir scheint einfach das ganz ein wichtiges Thema zu sein, dass wir wirklich immer wieder neu hören müssen. Weil das ist Grace im Alltag, dass wir Frieden haben untereinander, dass wir Frieden haben in den Häusern, dass wir ein wirkliches Beispiel sind in der Welt, die sich ja so sehr Frieden wünscht. Aber ohne Jesus gibt es keinen Frieden. Halleluja. Also, das ist die Botschaft von heute. Wollen wir zusammen beten? Wir wollen vielleicht ein gemeinsames Gebet sprechen, und das recht ist. Lieber Vater, ich danke dir für das Kreuz von Jesus. Ich danke dir, dass mir durch das Blut von Jesus alle Sünden, ich danke dir, dass mir durch das Blut von Jesus alle Sünden, gegenwärtige, vergangene und zukünftige, vergeben worden sind. Jetzt bist du gnädig gegen meine Ungerechtigkeit und alle meine Sünden und Missetaten wirst du nie mehr denken. Du siehst mich vollkommen gerecht, nicht wegen dem, was ich getan habe, aber wegen Jesus. Ich bin mächtig gesegnet, überaus bevorzugt und total geliebt von dir. Amen. Und wenn du diese Botschaft hörst und Jesus noch nicht kennst, dann kannst du ihn heute kennenlernen. Gerade jetzt in diesem Moment, wenn du möchtest, dass ich dir mit dir bete und du mir nachsprichst, kannst du Jesus Christus als deinen Herrn machen und ihn einladen in dein Herz. Wenn du das möchtest, dann sprich mir nach. Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er wurde der Menschensohn, um mein Erlöser zu werden. Ich glaube, dass er am Kreuz für alle meine Sünden starb und nachher von den Toten auferweckt worden ist. Christus ist mein Erlöser. Er hat mich erlöst von aller Schuld, von Krankheit, von Armut und ewigem Tod. Ich empfange dich, Herr Jesus, als meinen Herrn und meinen Erlöser. Danke, Vater, dass mir vergeben worden ist und dass ich erlöst bin in alle Ewigkeit und dass ich jetzt für immer unter deiner Gunst stehe. In Jesu Namen. Amen.